Guten Morgen aus Finnland. Es geht wieder los, jetzt nach Norwegen. Wir haben oben auf dem Berg übernachtet und jetzt geht's runter ins Tal. Unten ist der Fluss Tano, der Grenzfluss zwischen Finnland und Norwegen. Seit heute Morgen geht unsere Wasserpumpe nicht mehr. Zum Glück haben wir Ersatz dabei, also wechseln wir sie jetzt selbst aus. Guck, dass du nicht mehr Teile übrig hast als vorher. Dank der fachmännischen Anleitung hat es geklappt und ich hatte keine Teile übrig. Und Wasser fließt wieder. Wir sind in Norwegen. Eine Grenzstation gibt es nicht mehr. Man fährt einfach die Straße weiter. Das ist das Fantastische an Norwegen. Überall diese kostenlosen Fähr- und Entsorgungspunkte. Und hier sogar noch mit einer automatischen Toilettenreinigung. Wirklich simpel, wenn man es mal verstanden hat. Okay, einige Zeit später kommt das Ding wieder raus. Sauber. Und eine saubere Toilette. Ein sehr schönes Naturreservat. Hier mündet der Fluss Tanner in die Barentssee. Und dieses Mündungsdelta ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die Finnmark als nördlichster Teil Norwegens ist insgesamt größer als die Schweiz oder die Niederlande, hat aber nur 75.000 Einwohner. Der ganz östlichste Teil mit Vardø und Kirkenes hatten wir schon 2018 ausgiebig erkundigt. Jetzt wollen wir den Teil ab Tanavu bis zum Nordkap erkunden. Alle Straßen im Küstenbereich werden wir dabei befahren. Es sind jedoch alles Sackgassen, sodass es immer wieder zurückgeht. Berlevåg ist ein Fischereihafen, jedoch herrscht hier absoluter Wohnungsmangel für die Möwen. Daher haben die Möwen Hochhäuser bzw. Etagenwohnungen für sich als Lösung entdeckt. Der absolute Geheimtipp in Berlevåg: Oh yeah, Street Kitchen. Hier kann man wunderbar essen, schmeckt wirklich sehr gut. Allerdings sollte man die Öffnungszeit beachten. Mal. Guten Appetit. Ja, wohl bekommst. Wir lassen es uns schmecken. Musik.
einen Stellplatz für die Nacht. Hier in Store Molvik wollten wir an für sich übernachten, allerdings stehen hier schon ca. 6 Campingfahrzeuge. Da fahren wir zurück Richtung Berlevåg. Wie schon erwähnt, sind die meisten Straßen an die Küste Sackgassen. Das heißt, wir müssen erst 60 Kilometer zurückfahren, um zum nächsten Abzweiger zu kommen. Von der Küste müssen wir immer erst einige hundert Meter hoch aufs Fjell. Das sind die Hochebenen. Dort ist es sehr karg, landschaftlich sehr interessant, aber auch stellenweise Nebel oder Schnee, um dann wieder runter an die Küste zu kommen. Batsfjord ist wie fast alle Städte hier im Norden ein reiner Fischereihafen. Die Orte werden einsamer und abgelegener. Und ganz am Ende wohnt man richtig alleine. Für uns geht es wieder zurück übers Fjell Richtung Tanabro. In Heuholmen wollen wir über Nacht bleiben. Heute geht es erstmal zurück nach Tanabro. Dort wollen wir den Rast- und Entsorgungsplatz wieder nutzen. Über die Nebenstraße 98 geht es zur nächsten Halbinsel von Mehamn und Kjollefort. Teil der Strecke können wir an der Küste entlang fahren, jedoch müssen wir nachher wieder übers Fjell, um in den nördlichen Teil der Halbinsel zu kommen. Auf 300 Höhenmeter liegt hier noch Schnee. Thank you.
Straße gibt es einen Womo-Stellplatz, der jedoch mit 8 Wohnmobilen schon voll belegt ist. Daher schauen wir, ob wir hier am Leuchtturm übernachten können. Direkt neben dem Auto ist eine wunderschöne Badebucht, fast karibisch. Jedoch bei 10 Grad reicht es maximal für ein Fußbad. Direkt am Leuchtturm startet ein kleiner Rundweg, ca. 6 Kilometer, durchs Vogelschutzgebiet und an der Küste entlang. Dem folgen wir. Heike hat einige Vogelfedern gefunden, jedoch hatten wir so viel Windgeräusche, dass der Ton nicht zu verwenden war. Es ist mittlerweile Mitternacht und wir genießen die Atmosphäre mit einem Glas Rosé am Leuchtturm. Wir haben diese tolle Kulisse ganz für uns. Sonne, ein paar Robben beim Jagen direkt vor uns beobachten. Wie wir von einem Vogelkunden erfahren haben, gibt es dieses Jahr wohl sehr wenige Lemminge aufgrund der starken Regenfälle. Da ist dieser Fuchs auf der Suche nach Futter. Fantastischen Erlebnis der Mitternachtssonne geht es für uns weiter. Erstmal zurück Richtung Mehamn. Im örtlichen Café hier haben wir ein Stück Kuchen probiert, war aber nicht so ganz unseres. In Kjöllefort gibt es am Hafen eine Entsorgungsstation, diese nutzen wir. Dann wird es Zeit für die Mittagspause. Mit Blick auf die Felsenkirche genießen wir ein Sandwich auf einer Parkbank in Kjöllefjord. Wir haben noch eine Schotterpiste entdeckt, die zu einem ehemaligen Fischerdorf geht. Dieses Fischerdorf wird jetzt hauptsächlich für Ferienunterkünfte genutzt. Am Ende des schmalen Weges gibt es keine Wendemöglichkeit. Wir fragen die Anwohner, ob wir auf ihrem Grundstück wenden dürfen. Und wie immer, wir müssen die 15 Kilometer zurückfahren, um wieder auf die Hauptstraße zu kommen. Thank you.
Westen auch noch die letzte Möglichkeit zum Abbiegen. Es geht Richtung Dyfjord. Da wir nun alle Straßen und Wege befahren haben, hier auf der Halbinsel, geht es zurück übers Fjell. Dort sehen wir eine sehr große Rentierherde. Nicht alle Rentiere können sich entscheiden, ob sie rechts oder links der Straße grasen möchten. Manche müssen in Ruhe überlegen. Für uns wird es Zeit, einen Stellplatz für die Nacht zu finden. Wir finden ihn auf einer Nebenstraße, der 264, in der Nähe von Kobervik, direkt am Rande der Straße. Die Nacht haben wir sehr gut geschlafen, trotzdem wir direkt an der Straße standen, denn es fuhr kein einziges Auto. Für uns geht's heute weiter. Wir verlassen die Halbinsel. Zunächst müssen wir aber erstmal wieder übers Fjell, bevor es dann runter an die Küstenstraße geht. Wir sehen viele verschiedene Blumen unterwegs. Heike ist begeistert, denn alle Pflanzen und Blumen stehen jetzt Mitte Juli in voller Blüte. Etwas landeinwärts stoßen wir wieder auf ein Flussdelta. Hier machen wir Mittagspause mit einer fantastischen Aussicht. Einige Kilometer weiter unternehmen wir eine Wanderung zum Silfa Canyon. Das Wetter ist perfekt, mit fast 22 Grad. Das Wasser des Flüsschens Bors Elva sieht so einladend aus. Und? Ja, dann schwimmen mal eine Runde. Es wird wieder Zeit für uns, einen Stellplatz für die Nacht zu finden. Wobei, es wird ja nicht dunkel hier. Aber heute wollen wir grillen. Kurz hinter Bors Elva finden wir einen schönen Parkplatz. Wir sind hier, wie immer, ganz alleine. Heute geht es auf die letzte Halbinsel vor dem Nordkap. Es geht Richtung Whiteness, eine sehr abgelegener Ort. Es ist mal wieder eine Sackgasse, diesmal 75 Kilometer eine Richtung.
Diesmal geht die Strecke nicht über ein Fjell, sondern an der Küste entlang, beziehungsweise durch ein Tal. Angekommen, teilt sich die Straße. Wir biegen links ab und landen bei der örtlichen Fischfabrik. Sehr großen Stellplatz direkt am Strand. Der Strand besteht hier jedoch aus sehr großen Kieseln. Bei der Wanderung auf diesem Geröll rutscht Heike aus und bricht sich leider den großen Zeh, sodass Wanderungen für uns erstmal eingeschränkt sind. Hier am Rande der Barentssee, im äußersten Norden, ist es schon besonders. Es ist sehr einsam, aber auch wunderschön und beeindruckend. Jetzt zur Mitternachtssonne, eine besondere Zeit an diesem abgelegenen Ort. When we wake, and see the sun, side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm before sleep. Ab Lachs 11 auf der E6 nimmt der Verkehr wieder zu und wir sehen auch wieder vermehrt Wohnmobile. Besonders aber sehr viele Radfahrer. Hut ab! Mit dem Fahrrad zum Nordkap ist schon eine sehr besondere Leistung. Also die haben alle was geleistet, die mit dem Fahrrad hier rauf sind. Haben wir die Gelegenheit genutzt und sind essen gegangen. Danach ging es im dichten Nebel nach Gesvier, wo wir die Nacht verbringen. In der nächsten Folge geht es dann zum Nordkap und weiter über Tromsø, Senja nach Andenes. Even in the hard time.